Mein Name ist Reinhard Kopitz von der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. In meinem heutigen Vortrag werde ich zeigen, was Musikerinnen von den Auftritten anderer Personen lernen können, und zwar besonders, wie sie den Bühnenauftritt gestalten. Am Ende werde ich auch noch zeigen, was man besser vermeiden sollte bei einem Auftritt. Der Vortrag wird eine Mischung aus mehreren Beispielen sein, die sich abwechseln mit etwas Theorie zur Performativität. Mein Interesse für das Thema Auftritt kommt aus meiner eigenen Biografie, und meine Motivation zur Beschäftigung mit dem Thema Bühnenauftritt kann auch daraus erklärt werden. Vor meinem Abzweig in die Wissenschaft war ich auch als Musiker konzertierend aktiv, als Teil des Berliner Gitarrenduos. Einige Beispiele finden sich auf YouTube. Was ich erfahren habe, auch in meinem eigenen Studium, ist, dass das Auftrittsverhalten kein Gegenstand des Studiums ist. Und ich muss sagen, bis heute ist es so, dass im Curriculum der Bühnenauftritt scheinbar kein Inhalt für die systematische Lehre darstellt. Lassen Sie uns anfangen mit einem prominenten Beispiel, das nicht aus der Musik stammt, aber den Gegenstand des Vortrags, nämlich den Auftritt, gut illustriert. Wir können damit anfangen, dieses Gedicht zunächst einmal stumm selber zu lesen. Das kürze ich jetzt ab und wir gehen weiter in die zweite mögliche Form, wie wir dieses wahrnehmen können, nämlich wir hören es uns an, gesprochen von der Autorin selber. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is. Man kommt schnell zu der Erkenntnis, dass durch den Vortrag eine neue Qualität erzeugt wird, wenn nämlich das Gedicht aufgeführt wird. Man könnte sagen, der Unterschied ist ungefähr so zwischen dem stummen Lesen eines Notentextes und dem Verfolgen einer klingenden Aufführung. Ich löse das jetzt auf. Es handelt sich um ein Gedicht von Amanda Gorman, gesprochen und aufgeführt anlässlich der Inauguration des amerikanischen Präsidenten Joe Biden im Jahr 2021, The Hill We Climb, hier die deutsche Übersetzung. Amanda Gorman ist mittlerweile der neue Superstar der amerikanischen Literatur. Nachdem wir es zunächst gelesen und dann gehört haben, gibt es natürlich noch einen dritten Schritt bei der Aufführungsmöglichkeit, und dies ist die audiovisuelle Aufführung. Und hier haben Sie eine kleine Aufgabe, nämlich achten Sie mal darauf, welche sinnstiftenden Komponenten nun in der audiovisuellen Performance noch hinzukommen. Wir finden vor allen Dingen die Gestaltung von Farben, Gesten, von Mimik, es gibt Publikumsinteraktionen, es gibt Inszenierungsmerkmale und es gibt eine gewisse Theatralität und natürlich eine Körperlichkeit. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Video. Mr. President, Dr. Biden, Madam Vice President, Mr. Emhoff, Americans and the world. When day comes, we ask ourselves, where can we find light in this never-ending shade? The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is.
Hier gibt es einige Punkte, die eine Beachtung verdienen. Zunächst einmal sehen wir Amanda Gormans Outfit. Und man kann schon jetzt festhalten, das ist alles kein Zufall. Sowohl die Farbwahl, aber auch die Wahl des Herstellers. Das war natürlich ziemlich schnell auch in den Medien, dass es sich hier um herausragende Designerstücke handelt. Ein Mantel von Prada, der auffällige Haarreif. Und sie hat es dann auch sehr schnell auf die Titelseite der Vogue geschafft als Mode-Ikone. Der Auftritt war perfekt geplant und er war auch perfekt aufgeführt. Da war nichts dem Zufall überlassen. Ihre Rolle als öffentliche Figur hat Amanda Gorman sehr bewusst gestaltet. Lassen Sie uns ein bisschen in die kleinen Elemente hineinschauen, die uns eine Idee geben, welche Referenzialitäten hier, also welche Beziehungen hier noch eingearbeitet wurden. Die Referenzialitäten zeigen sich im Schmuck, der verwendet wird. Wir haben hier als Ohrringe natürlich sehr auffällige große Ohrringe, die Geschenke von Oprah Winfrey, eine ihrer großen Förderinnen, waren. Und wir haben auch einen Ring, den man in der Aufzeichnung nicht sofort erkennt, der aber sehr groß und sehr auffällig ist. Es handelt sich hier um einen Ring von Maya Angelou, die ein Buch geschrieben hat über ihre Zeit in den Südstaaten. I Know Why the Caged Bird Sings. Und dieser Caged Bird, der ist hier dargestellt in dem kleinen vergoldeten Käfig, montiert am Ring selber. Maya Angelou war selber 1993 Inaugurationspoetin bei Bill Clintons Inauguration, also Amtseinführung. Und wir können sehen, dass hier eine Erzeugung von einer geschichtlichen Tradition, in die man sich selber stellt, auch geschieht durch diese kleinen Objekte. Eine Bewusstheit, die sich für den Auftritt zeigt, bis in die Referenzialitäten der kleinsten Objekte. Wir können sagen, das ist ein mustergültiger Auftritt bei einem herausragenden Anlass, nämlich eine Inauguration mit weltweiter Fernsehübertragung. Amanda Gorman hat selber Überlegungen geäußert zur Gestaltung ihrer Performance. Und wenn wir uns dieses kurze Zitat aus den Medien einmal anschauen, dann stolpert man über den Ausdruck, dass sie diese kleinen Objekte als Nuggets of Information bezeichnet. Also ihre Auftritte haben auch sogenannte Hingucker, so könnte man das vielleicht am besten übersetzen. Und sie sagt auch, dass sie selber diese Hingucker, diese kleinen Elemente benötigt, um in die richtige Stimmung für die Aufführung zu kommen. Wir könnten auch sagen, sie hat darüber nachgedacht, welche Alleinstellungsmerkmale sie einsetzen kann bei ihrem Vortrag. Was kann man lernen von diesem Auftritt? Von Amanda Gormans Performance kann man zunächst einmal die Erfahrung mitnehmen, dass durch die Aufführung selber eine neue Qualität entsteht, die nicht durch das stumme Lesen und auch nicht durch das bloße Hören sich ergeben hätte. Wir können sehen, dass die expressiven Komponenten, also die ausdrucksvolle Gestaltung durch sprachliche Mittel, durch gestische Mittel, auch zu dieser Qualität beitragen. Wir sehen, dass die visuelle Komponente, nämlich alles, was wir an Symbolen, an Farben, das optimistische Gold des Prada-Mantels, das Prada-Haarband, der Schmuck, die Ohrringe, dass dies eine weitere neue Qualität beim Auftritt erzeugt. Wir sehen auch, dass die Referenzialität, die Verweisfunktion der Elemente eine sehr wichtige Rolle spielen und sehr überlegt ausgewählt wurden. Und wir können sehen, dass Merkmale des Theatralen, also wir würden sagen, die absichtliche Zurschaustellung, eine wichtige Rolle spielen und die Inszenierung im positiven Sinne von Aufmerksamkeitslenkung für das Publikum auf bedeutsame Momente, Worte und Spannungsbögen hinweisen. Das Fazit wäre, die gesamte Performance ist selbst ein Kunstwerk und ein Statement für einen historischen Moment, nämlich
die Amtseinführung des amerikanischen Präsidenten. Diese Performance ist absolut perfekt und angemessen für die Situation und ein Musterbeispiel, wie man so etwas gestalten kann. Kommen wir zu einem kleinen Block Theorie. Die zentralen Begriffe, mit denen wir jetzt operieren werden, stammen aus der Performativitätstheorie. Hierbei sind die Arbeiten von Erika Fischer-Lichte natürlich eine wichtige Quelle. Performativität oder Performance heißt zunächst einmal im englischen Sprachraum Leistung oder auch Aufführung. Es ist ein Begriff, der von John Austin in seiner Sprechakttheorie bereits in den 1950er Jahren geprägt wurde und dann in den 1980er Jahren zu einem Schlüsselbegriff in den Geisteswissenschaften wurde. Also Bezeichnungen wie Kulturen des Performativen, ein sehr langjähriger Sonderforschungsbereich an der Freien Universität in Berlin, hat sich allen Formen der Aufführung im Theater, aber auch in der Musik und in der Politik gewidmet. Der Gegenstand der Performativitätstheorie ist jetzt nicht mehr der schriftliche Text, wie zum Beispiel der Notentext oder ein Gedichttext, sondern man schaut sich die Aufführung an. Man könnte sagen, alles, was durch eine theatralische Zurschaustellung geprägt ist, das kann in Politik, im Lifestyle, aber auch im alltäglichen Leben sein, ist von Interesse. Entscheidend ist hierbei die Perspektive, diese Aufführung zu verstehen als eine plurimediales Ereignis. Das heißt, wir schauen uns alle beteiligten Sinnesmodalitäten an, die dazu beitragen, eine Theatralisierung hinzubekommen, etwas Zeremonienhaftes zu erzeugen, wie Interaktionen mit dem Publikum stattfinden, natürlich auch die körperliche Gebundenheit von Sprache und von Gesten, Stimme einzusetzen. Entscheidend ist hierbei, dass man am Ende schaut, ob es gelungen ist, eine solche Aufführung erfolgreich umzusetzen. Diese Legitimation durch Gelingen ist der Prüfstein. Und letztlich gehört dazu auch die Sichtweise auf die Performativität im Sinne eines sogenannten Turns, also ein neues Paradigma in den Geisteswissenschaften. Der Performative Turn ist der Rahmen seit den 1990er Jahren, sich nicht auf die symbolhafte Verschriftlichung wie in einem Notentext zu fokussieren, sondern die Konzentration erfolgt auf die Umsetzung in den Handlungen der Aufführung. Wir brauchen noch ein paar Definitionen und Begrifflichkeiten. Wir hatten schon gesagt, die Performance ist die Bezeichnung für eine Aufführung, aber auch für eine Leistung. Und sie bezieht sich auf zunächst das wirksame Ausführen von Sprechakten in der Kommunikation, aber auch das materielle Verkörpern von Bedeutungen und drittens auf das inszenierende Aufführen von theatralen, rituellen und anderen Handlungen. Wir betrachten also auch musikalische Aufführungen als Kulturen der Aufführung und nicht mehr als bloße Repräsentation eines vorgegebenen, zum Beispiel Notentextes, sondern die Kultur entsteht erst im Verlauf ihrer Aufführung. Dies ist vielleicht für die populäre Musik schon viel selbstverständlicher als für die klassische Musik, aber die klassische Musik arbeitet sich an dieser Stelle auch langsam an diesen neuen Gedankengang heran. Die Aspekte dieser performativen Kultursicht sind natürlich jetzt, dass wir auch die Begriffe wie eine leibliche Präsenz und auch eine Kopräsenz von Zuschauern und von Künstlerinnen und Akteurinnen betrachten. Es ist ja auch alles gebunden an eine gewisse räumliche Kopräsenz, die gleichzeitige Anwesenheit und damit auch ein Interesse für das Live-Konzert oder die Live-Performance. Wir müssen im Aspekt der Räumlichkeit auch die Distanzen berücksichtigen und ins Verhältnis zueinander bringen, wie Zuschauerinnen und Aufführende miteinander interagieren können. Wir müssen die Körperlichkeit berücksichtigen, also das, was wir als Präsenz der Akteure bezeichnen, wie wird sie überhaupt erst erzeugt? Und wir schauen auf den Gebrauch von Instrumenten und Stimmen und allen anderen Mitteln, die Lautlichkeit hervorzubringen. Und die Dramaturgie
der zeitlichen Gestaltung, die dann den Rhythmus dieser Performance erst ergibt. Wenn wir die verschiedenen Aspekte der Performativitätsanalyse einmal zusammentragen, zum Beispiel in Form dieses Facettenmodells, dann sieht man, dass hier ein sehr umfassender Ansatz gewählt wurde, der wirklich von der Liveness der momentanen Situation über die Authentizität, also Natürlichkeit versus Künstlichkeit, aber auch Dinge wie Präsenz oder Theatralität eine große Rolle spielen. Ich habe jetzt für das nächste Beispiel einmal drei herausgegriffen, die mir besonders wichtig erscheinen. Nämlich das erste ist die Frage, wie Akteure sich versuchen zu positionieren, also Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, um auf das Publikum auf sich aufmerksam zu machen. Das zweite ist, wie sie Impression Management einsetzen. Das ist ein Begriff aus der Kommunikationswissenschaft, der sagt, dass es die Steuerung des Eindrucks, den jemand von mir hat, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, dass hier natürlich immer versucht wird, dieses Eindrucksmanagement zu gestalten durch die spezifische Aufführung selber. Und auf einen dritten Aspekt möchte ich gleich bei dem Beispiel hinweisen, nämlich, dass hier auch aus der Rhetoriktheorie Mittel verwendet werden, nämlich Persuasion, also wir würden sagen Überzeugungsarbeit geleistet wird. Hierbei sind zwei Sachen wichtig, nämlich erstens der Wechsel der Meinung, also ich möchte neue Fans gewinnen, und diejenigen, die Fans sind, die möchte ich binden an mich. Und das wird wichtig in dem Moment, wenn ich von einer Hinterbühnenfigur zu einer Vorderbühnenfigur werde, muss ich diese öffentliche Rolle annehmen und ich muss sie auch gestalten. Kommen wir zu unserem zweiten Beispiel, nämlich einem kleinen Filmausschnitt mit dem Quintett du Haut Club de France von 1939, eine sehr aufwendige Produktion, die dienen sollte als Vorbereitung, als Werbemaßnahme für eine Amerika-Tournee dieses Quintetts. Und natürlich steht hier im Mittelpunkt Django Reinhardt neben Stéphane Grappelli. Wir sollten darauf achten, wie hier Alleinstellungsmerkmale herausgearbeitet werden. Wir sollten darauf achten, wie versucht wird, das Impression Management zu gestalten, also die Steuerung des Eindrucks, den die Zuschauer vom Hauptdarsteller hier, dem Gitarristen, haben. Und am Ende, wie versucht wird, Menschen zu überzeugen, in die Konzerte zu kommen, also persuasive Momente, die hier eingesetzt werden. Und jetzt ein Blick in das kurze Beispiel. From the magic strings of the instruments of these five musicians was formed the quintet of the Haut Club of France.
Was können wir von Django Reinhardt an diesem Beispiel lernen? Zunächst einmal, alle Gestaltungsmittel der Plurimedialität werden eingesetzt, um die Performance in das richtige Licht zu rücken. Also Bild, Ton, Kameraführung, Licht und auch die Rauminszenierung. Wir haben dann eine Exposition der Stars, also eine Theatralität, die hervorgekehrt wird, die Lässigkeit, die durchaus angemessen ist für die Clubsituation und der demonstrative Charakter dieses Konzertes, das hier gefilmt wird. Die Körperlichkeit spielt eine wichtige Rolle. Django Reinhardts Handicap aus dem frühkindlichen Unfall, die Brandverletzung seiner linken Hand und die Reduktion der linken Hand auf zwei Spielfinger zeigt auch, dass die körperlichen Grenzen überschritten werden können. Das erzeugt einen gewissen Wow-Effekt, nämlich der heute so bezeichnete Two Fingers Ascending Run. Darunter findet man das zum Beispiel auf YouTube mit einem Tutorial, wie man so etwas überhaupt aufführt. Das sorgt, glaube ich, heute noch für eine ziemliche Ratlosigkeit, wie das möglich ist. Und am Ende die Inszenierung natürlich hervorragend umgesetzt als Promoclip für eine USA-Tournee, die in einer scheinbar authentischen Clubszene inszeniert, welche Virtuosität die Protagonisten hier anbieten können, um dann viele Leute zu überzeugen, in die Konzerte zu kommen. Damit kommen wir zum zweiten kurzen Theorieblock, nämlich der Motive des Bühnenhandelns. Die Theorie hierfür stammt vom Soziologen Irving Goffman, schon Ende der 50er Jahre formuliert in der sozialen Interaktionstheorie. In aller Kürze ein paar Kerngedanken. Zunächst, unsere soziale Welt ist immer als eine Bühne zu betrachten. Immer dann, wenn ich Zuschauer habe, Betrachter in einer Gruppe, was auch immer, dann bin ich eine öffentliche Figur. Und in dieser Situation muss ich diese Rolle aktiv gestalten. Das heißt, eine Performance kann auch die Zuschauerinnen in irgendeiner Weise wiederum beeinflussen. Und ein zentraler Begriff hierbei ist das Impression Management, in der Übersetzung als Eindruckssteuerung bezeichnet. Das ist nämlich der zielorientierte Versuch, immer die Wahrnehmung der anderen Person, also der Zuschauerinnen, durch eine soziale Interaktion zu beeinflussen und natürlich auch ihren Eindruck zu bestimmen. Und damit wird jede Performance immer auch zu einem Mittel der sogenannten strategischen Kommunikation. Also ich möchte ein Ziel erreichen, ich möchte überzeugen, ich möchte Begeisterung auslösen, ich möchte Zuschauerinnen binden und andere zum Wechsel verursachen. Und das läuft unter der Bezeichnung Persuasion, also ein Begriff aus der Rhetoriktheorie, dass man überzeugt mit den Mitteln der Rhetorik. Wir können hier die Frage stellen, ob das alles eine Erfindung des 20. und 21. Jahrhunderts ist. Aber ein kurzer historischer Exkurs zeigt uns, das ist nicht der Fall. In den Karikaturen zum Pianisten Franz Liszt, besonders in der Beschreibung durch Robert Schumann 1840 über einen öffentlichen Auftritt von Liszt, finden wir eine sehr schöne Darstellung, auch in dieser Karikatur gut umgesetzt. Schumann schreibt dazu, alle Blicke hafteten auf die Tür, wo der Künstler eintreten sollte. So rief ihm denn die ganze Versammlung bei seinem Eintritt begeisternd zu, worauf er anfing zu spielen. Aber man muss das hören und auch sehen. Liszt dürfte durchaus nicht hinter den Kulissen spielen. Ein großes Stück Poesie ginge dadurch verloren. Diese poetische Qualität eines guten Auftritts ist also nicht etwas, was sich irgendwie ergibt, sondern was tatsächlich untrennbar damit verbunden ist. Und der Auftritt beginnt beim Eintritt in den öffentlichen Raum. Dies ist etwas sehr Wichtiges, nämlich in dem Moment, wenn ich eine öffentliche Figur werde, durch das Betreten der Bühne, muss ich diese Situation annehmen und auch gestalten. Und der letzte Gedanke, sehen und hören sind gleich wichtig für den Gesamteindruck. Es gibt experimentelle Studien bereits am Ende der 80er Jahre von meinem Kollegen Klaus Ernst Behne hier in Hannover zu den verschiedenen Wirkungen des Musikerauftritts auf die Bewertungen
Und die Aufgabe der Probanden, ich zeige Ihnen ein kurzes Beispiel, war hier, wie überzeugend würden Sie die beiden Auftritte bewerten? Ich zeige Ihnen die erste Version dieses Auftrittes. Der Pianist heißt hier Klaus und der zweite Auftritt ist dann ein Video vom Pianisten Christian. Jetzt kommt das gleiche Stück noch einmal, aber von einem zweiten Pianisten gespielt. Die Auflösung zunächst einmal. Die Bewertungen für Klaus kann man hier auf dieser linken, in diesem linken Profil sehen. Positiv, je mehr nach links bewertet wurde, negativ auf der rechten Seite. Und wir können sehen, Klaus ist insgesamt sehr viel positiver in seiner Interpretation bewertet worden als sicherer und ausdrucksvoller, aber auch mitreißend. Und Christian ist hier als deutlich negativer bewertet worden. Die Pointe der ganzen Geschichte, es handelt sich um ein sogenanntes Playback-Experiment. Die Audiospur ist identisch und nur die Videos unterscheiden sich. Also Klaus wird als beteiligt und selbstbewusst empfunden und Christian wird als etwas weniger gut aussehen, als unsympathisch und auch als unbeteiligt eingeschätzt. Engagement ist das, was am Ende die positive Bewertung am meisten beeinflusst. Attraktivität spielt allerdings im Bereich der klassischen Musik in diesem Genre keine so große Rolle. Damit kommen wir zu unserem dritten Beispiel. Hierbei geht es um den amerikanischen Gitarristen Michelangelo Battio, der immerhin zur Nummer 1 der Shredder of All Time gewählt wurde. Und wir sehen hier so einige Auftrittsfotos mit der Double Guitar und die er in verschiedenen Spielpositionen spielen kann und sogar die Krönung des Ganzen durch die Quad Guitar, die ebenfalls in verschiedenen Positionen rotierend gespielt wird. Wir sehen verschiedene Spielpositionen, die er beherrscht. Also hier dieses Crisscross, sehr schön zu sehen. Und wir können auch sehen, dass er hiermit ganz klar ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet hat, das er kann. Er hat allerdings auch einen Vorteil. Er ist nämlich ein selbstdeklarierter Linkshänder. Also er kann die Gitarren in beiden Positionen spielen, was sicherlich wiederum ein klarer Vorteil ist, sich solche Alleinstellungsmerkmale zu erarbeiten. Wir haben allerdings noch etwas von Michael Battio bekommen, nämlich er hat in seinen Tutorials, also zum Beispiel die DVD Speed Lives, hat er eine bestimmte Technik dargestellt, warum er das macht und wie er das macht. Und das schauen wir uns mal an. In diesem Beispiel geht es um die sogenannte Over-Under-Technik. Und die Frage ist für Sie jetzt, wie beeindruckend ist die Performance, wenn wir sie nur hören? Kurzer Ausschnitt. Und jetzt einmal die audiovisuelle Version desselben Ausschnitts.
Das ist kein Fake, sondern er kann das tatsächlich in Echtzeit. Das ist auch nicht beschleunigt. Er ist ein unglaublicher Spieler, der diese Techniken beherrscht. Was sagt der Musiker selber zu seiner Spieltechnik, der Over-Under-Technik? Und wir haben hier einen der seltenen Fälle, in denen die Spieler und die Erfinder dieser Techniken auch noch die Theorie dazu liefern. Wir werden gleich in dem kurzen Statement von Battio zwei Merkmale unseres Facettenmodells wiederfinden, nämlich das eine, es geht um Impression Management, also die Eindruckssteuerung der Zuschauerinnen und die Herausarbeitung von Alleinstellungsmerkmalen. Und hier schauen wir mal in das kurze Video hinein. The Over-Under Technique, Part 15. It's about one thing, flash. It is about live performing. I invented a technique where I put my fingers underneath the guitar, then over the guitar, and I do it rapid fire. Why did I do that? And I've had people ask me that throughout my entire career. Michael, what is that over-under thing that you do? And why do you do it? It's very simple. There are many classic guitars, and I'm going to use names that are virtually household words. Jimmy Page walks on stage. He holds his guitar lower than any mortal man has ever held a guitar. He's playing down like this. I didn't like to play like that. I wanted to have good technique. I wanted to play like this. Then he used a bow and he went, I went, whoa, a bow. Then you have other guitarists like Ritchie Blackmore, who thought it was great live to flip his guitar around his shoulder. Then you have other guitarists like Eddie Van Halen, who I love, who just stood there, smiled and went, then you have people like Carlos Santana that just look to the heavens and play. I said to myself, what do they have in common? And then, last but not least, Jimi Hendrix. He used to look at an amplifier and say, you're a very bad amp, and I'm very mad at you. Whack, whack, whack. Then he'd put lighter fluid on his guitar and go, and everybody'd be going, cool. So I thought, okay, wait a second here. What do they have in common? They sound great on CD. They sound great on any format, DVD or whatever future format or past format. They sound great when you listen to them, but they have a live show. I knew that I could always play in the studio. I don't use, quote, tricks, unquote, to play in the studio. But live, I wanted to be like my heroes, and that meant to be myself. Jimmy Page, if you want to play a song that Jimmy Page played on, or you want to be like Jimmy Page and you don't use a violin bow live, you're not doing what Jimmy Page did. It's not just about the music. It's about the visual component to the music. Wenn wir das noch einmal zusammenfassen, dann ist die zentrale Aussage, it's about the visual component to the music. Es geht um das Sehen und das Hören gleichzeitig. Eigentlich genau, was Schumann auch über Liszt geschrieben hat. Wir haben aber noch einiges, was wir von Battio lernen können, nämlich, ich muss als Performer mir klar machen, ob ich im Studio, in einem nicht öffentlichen Raum oder auf der Bühne bei einem Festival oder im Club oder sonst wo spiele. Diese Trennung der Räumlichkeiten erfordert auch getrennte Konzepte für die Performativität. Im Live-Konzert müssen Musikerinnen spezielle Live-Techniken entwickeln, auch als Alleinstellungsmerkmal. I wanted to be myself. Das hat Battio gesagt. Und wenn keiner zuschaut wie im Studio, dann macht es keinen Sinn, einen Bogen zu verwenden wie Jimmy Page. Dann tut man nicht, was Jimmy Page macht. Das macht man nicht im Studio, das macht man auf der Bühne. Und die visuelle Komponente ist für die Live-Performance zentral. Sonst ist sie nicht gestaltet worden. Kommen wir zum vierten Beispiel. Dies ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Es ist eine Aufzeichnung eines Live-Konzerts von David Garrett in Berlin in der Wuhlheide. Und wir finden hier drei interessante Aspekte, nämlich die Inszenierung und Aufmerksamkeitslenkung, weil hier viel mit Publikum gearbeitet wird. Wir haben die Interaktionen durch Fotografieren, durch Mitklatschen etc. Und wir haben die Choreografie und Nutzung des Raums selber.
Das ist schon eine beeindruckende Choreografie und wir können hier von Garrett einige interessante Dinge lernen. Zunächst einmal, das Gestaltungsmittel des Auftritts ist natürlich die Nutzung des Raums, besonders der Treppe beim Auftritt, beim Beginn des Konzertes. Ich nenne das mal das Walk-and-Perform-Konzept. Die Aufmerksamkeitslenkung, die Inszenierung richtet sich hier natürlich auf den Star und auf die Person selber. Wir haben genügend Gelegenheiten für die Interaktion mit dem Publikum, zum Beispiel fotografieren aus nächster Nähe. Und das Interessante hierbei ist natürlich, dass wir von Garrett zu dieser Choreografie eine Selbstaussage haben. Auf der DVD Rock Symphonies findet sich ein kurzer Ausschnitt, welche Überlegungen hierbei eine Rolle gespielt haben. Ja, je verrückter die Inszenierung, desto besser. Wichtig hierbei, für jeden Auftrittsort wird ein neues Konzept bei Garrett erarbeitet und es wird vorher auch geprobt. Dieses Walk-and-Play-Konzept stellt erhebliche Anforderungen an die Koordination. Zur Erinnerung, bereits 2008 hatte David Garrett bei einem Bühnensturz seine Stradivari schwer beschädigt. Wenn wir uns also optimal vorbereitet haben, wir haben ein Konzept entwickelt, wir haben über Alleinstellungsmerkmale nachgedacht, wir haben über die Frage der Angemessenheit je nach Genre und Situation Überlegungen angestellt, wir haben die Inszenierung durchdacht und Licht und Ton in Stellung gebracht, wir haben die Raumchoreografie überlegt, wie wir uns dort bewegen und sogar die Publikumsinteraktion integriert. Und am Ende haben wir sogar Wow-Effekte eingebaut, um persuasive Wirkungen auch zu berücksichtigen. Reicht das aus? Die Antwort heißt nein. Was man hierbei auf keinen Fall vergessen darf, ist, man muss dieses Konzept gut üben. Man sollte nie solche Dinge aufführen ohne eine gründliche Vorbereitung und besonders dann, wenn sie auch noch anspruchsvoll sind. Im Rahmen meiner Hochschullehre habe ich eine Studentin gebeten, einmal ein paar Tage ein solches Auftrittskonzept zu simulieren, also die Anforderungen, die sich stellen, wenn man beim Geigespielen auch noch Treppen laufen muss. Wir haben dies den Wuhlheide-Simulator genannt. Es ist eigentlich nur ein einfacher Stepper, auf dem man eine feststehende Bewegungsfolge erproben kann. Das Ergebnis ist, auch nach mehreren Tagen des Übens bleibt ein unsicheres Gefühl und auch die unfreiwillige Synchronisation zwischen Gehgeschwindigkeit und Spieltempo bleibt eine Herausforderung. Ich zeige Ihnen einmal dieses kurze Video, was passiert, wenn man Kashmir auf einem Stepper spielt, als Simulation für den Treppenabgang von David Garrett. So viel zur Idee der Verwendung einfacher Simulatoren für das Üben von Auftrittskonzepten. Kommen wir zum fünften und letzten Beispiel. Was passiert im schlimmsten Fall, wenn man sein Auftrittskonzept nicht geprobt hat und auch nicht über die notwendige körperliche Fitness zur Umsetzung verfügt? Mit diesem kleinen Rausschmeißer möchte ich mich bei Ihnen verabschieden und auch herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Das Beispiel stammt aus dem Mockumentary This is Spinal Tap über eine fiktive Band und ihre Geschichte. Und hier ist ein wunderbarer Ausschnitt, der solche Situationen zeigt, die doch keiner auf der Bühne erleben möchte.